Hey Leute, was geht? Kettehacker ist hier zu einem weiteren Minecraft-Part. Heute mit dem Kahn. Du kannst ruhig was sagen. Ach, da ist er schon. Übelst verbuggt heute alles. Ja, auf jeden Fall werden wir heute etwas zusammen basteln und ich werde dem Kahn auch nochmal sein Haus zeigen und gucken, was er davon hält. Bist du eigentlich auch schon im Aufnehmen? Nein. Warte. Okay. Ja gut, dann machen wir das gleich. So. Ja. Ja, du wachst bei mir rum. Ich glaube, ich beende die Aufnahme lieber. Bei dir oder was? Okay. Moment. Das ist blöd. Na, ich krieg das nicht mal hin, hier runter zu springen. Oh. Wo bist du denn? Technische Probleme. Ich bin vor dir. Vor mir? Ich sehe dich da hinten irgendwo. Ja, dann komme ich kurz mal rein. Nein! Das passt übrigens gerade übelst zur Musik, meiner Meinung nach. Okay, kommst du denn jetzt mal? Ach, da bist du. Ja, okay. Da bin ich. Überleg mal. Ja, du warst gerade da hinten. Ja, ich war gerade da hinten. Vor allem, weil ich die Welt hoste. Der hat bei mir ein bisschen gebuggt wegen Hamachi. Das okay, jetzt zieh dir mal das hier rein. Müsstest du eigentlich lieber mit dem Texture Pack, was ich habe. Weil es da ziemlich geil aussieht. Boden. Moment, ich muss kurz. Wo bist du denn schon wieder, Alter? Ja, warte. Wo bist du, Alter? Warum bist du da die ganze Zeit am Rumstehen? Weißt du, ich sag, folg mir mal, ne? Ich bin doch hier. Ja, jetzt sehe ich dich auch. Oh, ey. Das ist ein Durcheinander heute hier. Ja, stimmt. Okay. Gerade technische Probleme und jetzt das. Ja, jetzt sehe ich dich auch wieder. So, hier das mit dem Wasserrad, mit diesem Mühlenrad, das habe ich auch erkannt. Das hab ich gemacht. Wie findest du? Ja, ist gut. Weil ich war nicht ganz fertig sowieso damit. Und guck dir dein Haus mal an von innen. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Ja. Finde ich auch. Sollen wir ein bisschen zusammen den Sand abbauen? Wo denn? Warte, ein Häuserblock weiter. Hier hinter dem grünen Wall direkt. Hier ist ja nämlich noch massenhaft. Massenhaft von dem ganzen Schutt, den ich noch nicht weggeräumt habe. Hier wollte ich eigentlich auch noch so ein Grundstück hinbasteln. Ja, aber. Und warte. Das geht auch so. Ja, spreng aber nicht zu viel. Du weißt ja, was der Mehmet damals abgezogen hat. Ja. Das war nicht wirklich geil. Das passt ja oft. Okay. Hä? Wieso ist hier eine Redstone-Fackel? Ja, weil ich gerade Redstone-Fackeln setze. Ach so. Ja, ich hatte mich nur gewundert. So, und jetzt müssen wir das so gerade machen. Ich baue den ganzen Berg erstmal weg. Der Anfang war ja heute mal übelst zum Wegwerfen. Aber lustig war er und das ist wichtig. Es hat Spaß gemacht. Ich habe gar nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich denke so, hat der jetzt angefangen oder nicht? Ja, ich habe doch gesagt, ich fange an und dann habe ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt und dann hattest du noch irgendwie kurz was gesagt, obwohl ich eigentlich gesagt habe, sei kurz ruhig und bla 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 bla, weil ich das Intro machen will und naja. Ja, dann ist voll. Das Ganze halt ein bisschen doof gelaufen. Technische Probleme. Boah, ich war heute erstmal beim Kiosk, hab mir für 2 Euro da Süßigkeiten-Tüte geholt, Alter. Und für meinen Vater nochmal für 2 Euro Lakritze und Pfeilchen. Lakritze. Warum? Ich verstehe nicht, warum so viele Leute kein Lakritz mögen. Schreibt doch mal in die Kommentare, mögt ihr Lakritz oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Ich hasse Lakritz. Ja. Ich bin immer. Siehst du, da haben wir schon mal einen Hater. Einen Lakritz-Hater. Ja. Kannst dich ja auf YouTube gleich Lakritz-Hater nennen. Naja. Einen Kanal habe ich. Ja, nenn dich doch Lakritz-Hater. Scheiße, ich habe den Zaun weggesprengt, aber ich setze kurz wieder ein. Ja. Ich wollte eigentlich. Ich hab hier gerade so ein Lied, das etwas düster ist. Das lasse ich gerade mal etwas schneller durchlaufen. So. Also ich würde lieber nach dem Video das bearbeiten und das dann einfügen. Die ganzen Lieder und so. Ich glaube, ich habe ziemliche Scheiße gebaut, was die Musik in diesem Part angeht. Ich habe wahrscheinlich, ich habe die Endlosschleife. Ach, wie dämlich. Ich muss die Musik leider ausfallen lassen in diesem Part. Ich kann nur die Minecraft-Mucke anmachen. Die nicht immer läuft. 100% ist, glaube ich, auch ein bisschen viel. Wie wär's mit 50? Ich finde, die Minecraft-Musik ist generell zu laut. Von der Minecraft-Musik kriegt man absoluten Ohrenkrebs. Ich mag die Musik zwar, aber das ist irgendwie voll laut. Ja, ist auch so. Moment, ich spreng das auch mal weg. Weißt du, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe? Dass wir... Alles grün.
Genau, dass wir so über diese Schicht, also über diese komplett schon fast flache Schicht, dann noch einmal Wiese drüber bauen. Ja, und danach Bäume. Ja, und danach, nee, danach kommt dann hier irgend so ein Haus hin, irgend so ein Zentrum, irgend so eine AIDS-Klinik oder sowas. Ich könnte so ein Krankenhaus bauen oder irgendwie ein Einkaufszentrum oder was weiß ich was. Ja, Minecraft ist übrigens auf der Render-Distance normal auf 720p bei mir etwas am Laggen beim Aufnehmen. Aber ich hoffe, es ist für euch noch einigermaßen okay übrigens. Ich spiele auf Dings, tut normal, fancy und sowas. Tut mir leid, dass mein Computer ein iMac ist aus dem Jahr 2009, der schon jetzt etwas... Mein PC ist älter. Ja, aber dafür habe ich jetzt eine Nvidia-Grafikkarte, das ist eine 256 MB-Grafikkarte. Ich habe für meinen Computer damals über 1000 Euro bezahlt. Und von daher seid ihr nicht böse. Und ich habe eine 1 GB Grafikkarte, glaube ich, von Nvidia. Aha. Aber ich finde meine Grafikkarte gut. Gut, es gibt sogar noch Updates dafür. Ich würde mal nachgucken, ob es Updates für deine gibt. Ja, so Haftdates, Haftbefehl. So. Warum sage ich eigentlich so viel über Haftbefehl? Keine Ahnung. Ich bock. Ich weiß das schon selber nicht mehr. Nee, ich finde Haftbefehl eigentlich, ja. Er hat seinen eigenen Charakter ja in seine Musik mit reingebracht, sofern man es Musik nennen kann. Und ich finde es einfach schade, dass unsere heutige Gesellschaft daran scheitert, einfach Leuten ihren Erfolg einfach mal zu gönnen. Diese gewisse Reife, die einfach da sein sollte, ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr. Ich finde, du solltest mal den Tornado was reinmachen. Was? Du kannst ja noch Mods in diesen Server reintun, ne? Nee, Mods werde ich nicht installieren. Ja, das wäre eigentlich geil, aber... Du weißt, was ich von Mods halte, was Minecraft angeht. Dass sie absolute Scheiße sind. Der einzige Mod, den ich hier habe, ist das Texture-Pack. Das ist natürlich ein Mod, oder? Ja, deswegen, ja. Es ist kein Mod, deswegen ist es ja auch noch in Ordnung. Also von Mods halte ich absolut nichts. Ja, wieso? Achso, das ist ein Kaktus. Ich denke schon, wieso bugge ich hier rum? Ja, demnächst nach dem Kaktus kommt dann der Pistus. Ne? Wissen wir ja alle. Ey, da wollte ich gerade bauen, gelogen. Ja. Zu zweit wird man schnell fertig. Fang du doch da hinten an. Ja, ist auch so. Zu zweit wird man extrem schnell fertig. Ist ja auch zufälligerweise die doppelte Geschwindigkeit, ne? Ja. Irgendwie mit meinen Freunden, also Cousin, Haki. Deine 30.000. Minecraft HD. Ey, schwamm mal auf deine 30.000 Cousins. Ey, du bist doch Deutscher, oder? Nein. Was bist du denn? Türke. Ja, siehst du hast 30.000 Cousins. Nö. Seht ihr, Leute, man kann auch mal einen kleinen Witz machen. Man muss sich nicht drüber aufregen. Jetzt sag doch mal irgendwas Schlechtes über Deutsche. Deutsche tragen alle Lederhosen. Nein. Deutsche lieben Kartoffeln. Was? Deutsche lieben Kartoffeln, weißt du? Ja klar, du liebst doch auch Pommes. Was glaubst du denn, woraus die gemacht werden? Aus Tierohren oder was? Nee. Ja. Wir können uns ein paar Witze erzählen. Ja, gut. Aber ich wollte jetzt hier keine rassistischen Witze mit reinhauen oder ja, so. Ist ja auch nicht. Auch wenn sie manchmal ganz gut sind, also manchmal ganz lustig, aber irgendwie kann man das im Let's Play nicht so bringen. Man kann auch nicht sagen, zu welchem Fußballverein man steht. Naja, jedenfalls, ich hätte noch so einen Witz. Über Gymnasiasten. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Witz. So voll das Wortspiel. Das Wortspiel. Was ist gebildet und hängt am Baum? Ein Gymnasiast. Ja. Den habe ich dir aber auch in der Schule erzählt. Ja, in der Schule, ne? Ja. An unserer Schule gibt es übrigens einen Außenseiter-Let's Player, der sich in unsere Community nicht wirklich einfinden möchte. Der sein eigenes Ding durchziehen möchte. Und das ist leider so ein kleines Problem, was er offensichtlicherweise hat. Weil er nicht allzu weit kommt damit. Der ist, ich weiß nicht, wie der heißt, also... Das ist irgendwie ja, so ein, bei YouTube wissen wir nicht, wie der heißt, oder sonst? Ja, auf jeden Fall ist es ein Neuntklässler bei uns. Ich bin übrigens in der 11. Der Kollege hier ist in der 6. Und wir haben das halt... Das gibt's zu. Ja, wir haben halt durch die Let's Play-Sache haben wir halt auch so als Freunde alle zusammengefunden. Und machen jetzt auch gemeinschaftlich immer mehr Projekte zusammen. Also, ja, also als wir haben uns unsere eigene Community gebildet, in der jeder halt dasselbe... Ja, auch so YouTube-Style halt und so. Mann, bei dir geht ja da gerade richtig die Party ab. Das hatte ich ja letzte Mal beim letzten Sommerferienpart im letzten Jahr. Da war beim CEFA war da richtig alles am Abgehen. Also, Bug. Nein, und damit meine ich nicht unseren CEFA, ich meine einen anderen CEFA. Ja, ich war schon. Ich habe den Bug gerade übrigens, glaube ich, auch gesehen.
Ja, ich bin einfach mal hier drin gewesen irgendwie. Mann, bei mir leckt das aber gerade wie Scheiße. Es geht. Man sieht so, dass die Bewegungen nicht allzu flüssig sind. Ich gucke mir das gerade mal an. Ich würde mal auf Short und Fast stellen. Wir und haben, Dings, also wenn okay. ich mich bewege, haben wir, wie es oben steht, also oben erste Zeile, oben links. 28, ich hau mal kurz mein Mikrofon aus. Ja, okay, also wenn wir uns bewegen, haben wir 28 bis 36 Frames. Beim Bauen haben wir eigentlich, ja gut, es geht auch mal, ja hier war so zum Beispiel so ein kleiner Einbruch, 24 Frames. Ich mache das direkt jetzt wieder aus, nur um euch mal zu zeigen, dass es flüssig läuft, auch wenn es optisch nicht so aussehen mag manchmal. Ich rendere natürlich alles auf 25, auf YouTube ist 30 unnötig. Ist zwar schön, aber braucht man nicht. Ja, so lässt sich das Ganze auch in einer besseren Qualität hochladen und auch schneller. So. Ja, wir haben es fertig. Also Kollege, wenn du hier mal wieder dein Mikro anschalten könntest, wenn dann gleich mal bei dir die Hausparty zu Ende ist. Ja, er schreibt mir gerade ein Smiley, ich sehe es gerade. Hier müsste ich eigentlich nochmal eben gerade den Wall, also hier wisst ihr ja, ist eine Treppe, da kann man nach oben. Wie wäre es, wenn wir so eine Art Lighthouse bauen, wo irgendwie so was von innen so ziemlich beleuchtet ist? Achso, der Wall ist schon gebaut. Ja, das ist dann doof. Da muss ich gucken, wie wir das machen. Jetzt muss ich erstmal Maß nehmen. Das ist doof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, ich muss gerade nur die Mitte ausfindig machen. Deswegen bin ich hier gerade am... Oh Mann, für mich sieht das gerade übelst am Lecken aus. Aber ich glaube nicht, dass es in der Aufnahme so aussieht. Okay, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dann nochmal 3 auf der Seite. Und ja, dann nochmal halt. Scheiße, Alter. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier auch nochmal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1, 2, 1, 2. Okay, ich habe die Mitte gefunden übrigens, Kollege. Da können wir einen Kiesweg hinmachen. So, Kahn, können wir einen Kiesweg hinmachen. Hier. Der geht dann ungefähr 4 Stück lang und danach dann so eine Tür. Was sollen wir als Boden nehmen für das Haus? Ja, toll, wenn du springst, dann HM, Hassan und Murat, oder was meinst du? Oder meinst du hier den Bekleidung, das Bekleidungsgeschäft H&M? Wie war's mit hellem Holz? Gar keine schlechte Idee. Holz, okay, dann nehmen wir direkt jetzt hier Birkenholz, also das helle Holz halt, ne? Und packen dann gleich eine Tür dahin. Wir müssen noch kurz gucken, wie breit das Ding wird. Ich würde mal sagen, was die Seite angeht, lassen wir ungefähr 4 Stück auch nochmal Abstand. Was soll die Jukebox uns jetzt bringen mit der Redstone-Uhr? Kannst du mir das mal verraten in den in der Nachrichtenbox? Alarm, aber wofür? Ja, hört sich authentisch an, ne? Davon kriegst du wirklich Ohrenkoller. Aber worum geht's dabei jetzt genau? Das ist jetzt mal so eine Frage. Baue ich ein? Okay, ins Haus. Aha. Okay, dann am besten nochmal irgendwie so ein extra Ding drüber, so ein, damit man das nicht so sieht, weil es irgendwie dann doch ganz schön doof ist. Wir können ja auch zwei Eingänge machen, einen Vordereingang und einen Hintereingang, ne, damit die Leute auch von hinten kommen können. Nein, natürlich nicht. Diese Ausdrucksweise ist etwas verbraucht bei uns im Let's Play. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier so eine Art Rahmen basteln, damit wir auch schon mal wissen, wo direkt wir hier auf der Zaunseite noch einen Eingang basteln können. Ja, das mit dem Abschätzen ist immer so eine Sache. Aber ja, jetzt hat es funktioniert. So. Ja. Worüber sollen wir jetzt reden? Das ist ja jetzt natürlich doof, dass der Kahn gerade sein Mikro ausgeschaltet hat. Also es gibt noch ein paar Sachen, die anliegen. Letzte Folge hatte ich ja etwas schlecht über andere Fußballvereine geredet, was ich übrigens gerne zurücknehmen würde, weil es mir irgendwie ja auch leid tut, diese ganze Scheiße fabriziert zu haben. Und was soll das jetzt werden? Du weißt doch, dass hier unser Kiesweg hinkommt. Haha, und so viel zum Thema Minecraft-Mucke. Sie ist schon wieder da. Man kann sie einfach nicht wegkriegen. Er macht Wände. Ja, aber die Wände, die wollte ich doch machen. Du hast da was falsch verstanden. Ich wollte eigentlich, so wie den Rahmen, hier wollte ich das auch auf der anderen Seite bauen. Und dann wollte ich hier so zwei Kieswege, dass wir dann hier so zwei Eingänge haben. Also von hier und von der Hinterseite.
So, wieder da. Also ich meinte, wir machen jetzt so eine Wand, zum Beispiel jetzt so. Und dann kommt noch so ein Muster dran. So zum Beispiel so irgendwie so ein Muster. Ach so, du meinst das so als Innenwand, ne? Ja, das ist die Innenwand. Da kommt auch so ein Muster außen dran. Innenwand kannst du bauen, wie du willst. Ich dachte nur jetzt die Außenwand. Wie wär's denn, wenn wir mal eine Hauswand aus Kies bauen? Das wäre doch auch mal ziemlich geil. Boah, nee, das sieht doch nicht gut aus. Aber das ist jetzt irgendwie dumm. Was haben wir denn noch für schöne Materialien? Wir könnten aus Blättern mal was bauen, das wäre auch geil. Oder lass so gleich so ein Einkaufszentrum, so ein riesengroßes Einkaufszentrum bauen. Ja, Einkaufszentrum, das wollte ich auch immer machen. Oder wir müssen auch noch ein Fußball. Ja, okay, dann lass jetzt kurz alles wegbauen wieder und dann... Wie lange sind wir überhaupt schon am Aufnehmen? Keine Ahnung, guck doch nach. Ich bin nicht derjenige, der aufnimmt. Achso. Aber wie Skype? Ich weiß das gerade nicht. Also ich habe, glaube ja, wir skypen schon eine halbe Stunde. Ja klar, das weiß ich auch, aber ich weiß nicht, wann du angefangen hast, also. Fuck. Okay, ich packe hier so zwei Blöcke. Nein, warte. Lass alles neu bauen, dass wir dann die Auswand so aus Eisen bauen. Nicht aus diesem lass bitte nicht aus Eisen bauen, weil hier ist schon so ewig viel aus Eisen gebaut, das sieht so scheiße aus einfach nur noch. Was sind eigentlich diese Häuser aus Diamantblöcken, Goldblöcken oder Eisen? Oder lass aus Dingens bauen, lass aus Ziegelstein bauen. Ja, können wir machen. Aber das mit dem hellen Holz, soll das die Innenwand werden, oder? Was bitte? Was soll das mit dem Holz hier werden? Das soll einfach nur der Fußboden des Einkaufszentrums werden und dann verschiedene Geschäfte halt. Ach, die Minecraft-Musik ist auch irgendwie schön, wenn man ehrlich ist. Ja, viele kriegen zwar öfters mal Ohrenkrebs davon, aber ansonsten ist alles so laut super. Ist. Na gut, sagen wir mal, so laut ist es jetzt auch nicht. Ja, wenn man es runterstellt. Ich hab die gar nicht mehr an. Wie wär's mit wie wär's, wenn wir einen Beate-Use-Shop basteln? Der wäre doch ziemlich cool, oder? Kannst ja auch einen Dämm bauen. Ja, also ich, fändest du das nicht eine gute Idee, wenn wir einen Beate-Use-Shop hier reinbasteln? Keine Ahnung. Wir könnten ja hier sowas machen. Also so ein Vieh. Hier, weißt du überhaupt, was Beate-Use-Shop ist? Nö, deswegen sage ich ja nichts. Da kann man sich Stringtangas, Dildos und sowas kaufen. Das ist ein Sexshop in Bochum. Kannst du mal. Hier, das ist so ein Vierer-Eingang. Und du so, ja, meinetwegen. Ja gut, Vierer-Eingang. Ja, was kann ich dafür? Ich bin sechs, ist klar. Was kann ich dafür? Hauptbefehl, oh. So. Bobus Chissen wäre, nee. Moment, so dann, ne? Wo basteln? Ey, wir können ja zwei große Geschäfte auf den Seiten machen. Auf der einen machen wir dann so einen Mediamarkt und auf der anderen den Beate-Use-Shop. Was denn? Darf man denn hier nicht mal ein bisschen Schleichwerbung für Sexartikel machen? Lass doch hier so vier Rakies dich. Ich hab ne Idee für die Wände. Ach, für die Dings. Hör schon. Die sehen übrigens, Boden. Wenn man sich die von oben anguckt, sehen die irgendwie ein bisschen aus wie Smarties. So graue. Oder so graue Lakritz-Mentos. So sehen die aus, so ein bisschen. Hier was so. Denn? Ja, wenn du die auf meinem Textshop weg die Dinger mal anguckst, von oben sehen die aus wie so Lakritz-Dinger. Könntest du mir jetzt ruhig helfen? Die sehen aus wie Mentos von oben. Scheiße, falsch gebaut. Ich glaube, das waren sogar ursprünglich Mentos. Ich habe falsch gebaut. So. Das ist dann natürlich doof. Aus was möchten Sie denn den Boden basteln? Ich würde sagen, also hier, dass das alles aus Holz gebaut wird. Und dann noch so Ränder mit Dings aus diesem Sandstein. Ja, aber warum gerade aus dem? Das ist doch der gemeißelte. Ja, das soll ja nicht gesehen. Das soll man ja nicht sehen. Man soll ja das obere sehen. Ja, dann nimm doch trotzdem den normalen, weil es gibt Texture-Packs, da sehen die gleich aus. Nee, da sieht der. Ja gut, da sieht der. Also das oben drauf sieht halt dann nicht gleich aus, deswegen. Dann nehmen wir lieber den normalen. Hier. Ja, ich mach das mal eben. Nein, nicht. Ich meinte das so platt. Jetzt. Ja, lass doch einfach wegmachen. Lass einfach normalen Sandstein nehmen. Ja, weil wir haben schon so viel von den anderen Zeug verbaut. Das ist schon nicht mehr feierlich. Wie macht man hier eigentlich mal Musik an? Wo ist denn hier mal die Jukebox? Warte, ich mach schon, bau weiter. Ein Plattenspieler? Ich mach schon. Ja gut, dann such dir was Schönes aus, aber bitte nicht die Herobrine-Platte. Ja, ich mach. Sonst kommt der nachher noch. So Herobrine-Plugin, ne? Ja, so viel Angst habe ich von dem Vieh auch nicht, aber ist trotzdem nicht so nett, den zu treffen.
Ich höre irgendwie gar nichts mehr bei Minecraft. Ich weiß nicht wieso. Ja, hier steht irgendwas von Wade oder so, aber die Platte, ja, die fand ich eigentlich ganz gut. Also ich kenne sie nicht mehr so ganz.